Demokratie oder Freiheit? Teil 2. Demokratie, Freiheit, Gerechtigkeit. Würde unsere Demokratie aber entsprechend dem Grundgesetz funktionieren, wäre sie dann freiheitlich? Mit anderen Worten, gäbe es eine tatsächliche Gewaltenteilung und würden möglichst viele Entscheidungen durch Volksabstimmungen getroffen, hätten wir dann eine freiheitlich-demokratische Grundordnung? Das Problem der Demokratie wird in einem Bonmot deutlich, das manchmal Benjamin Franklin oder Thomas Jefferson zugeschrieben wird, aber möglicherweise eine neuere Erfindung darstellt und in verschiedenen Varianten zu finden ist. Eine davon lautet: Demokratie ist, wenn zwei Wölfe und ein Schaf darüber abstimmen, was es zum Mittagessen gibt. Wenn Sie es auf die menschliche Ebene übertragen möchten, können Sie auch zwei Kannibalen und einen Missionar nehmen. Ebenso könnte man sagen, Demokratie ist, wenn zwei Geimpfte und ein Ungeimpfter über die Impfpflicht abstimmen. Oder Demokratie ist, wenn zwei Leistungsempfänger und ein Steuerzahler über Sozialleistungen abstimmen. Demokratie in diesem Sinn ist es auch, wenn zwei Räuber entscheiden, dass der von ihnen Überfallene seine Geldbörse herauszugeben hat. Diese Beispiele zeigen, dass der Wille der Mehrheit nicht automatisch zu Gerechtigkeit führt. Es ist nicht gerecht, wenn das Schaf bzw. der Missionar verspeist wird. Es ist nicht gerecht, wenn jemand zur Aufnahme einer noch dazu potenziell schädlichen Substanz in seinen Körper gezwungen wird. Es ist nicht gerecht, wenn jemand gezwungen wird, mit seinem rechtmäßig erarbeiteten Geld andere, ihm fremde Personen mit zu ernähren. Es ist nicht gerecht, wenn jemand bestohlen wird. Demokratie kann wie jede andere Herrschaftsform zum Begehen von Ungerechtigkeiten missbraucht werden. Und da erinnern wir uns an den Anfang dieses Beitrags, also den ersten Teil, eine Demokratie eben ein Kratos, eine Herrschaft ist, kann sie nicht freiheitlich sein. Wo jemand herrscht, gibt es auch jemanden, der beherrscht wird. Wer beherrscht wird, ist nicht frei. Eine freiheitlich-demokratische Grundordnung ist ein Widerspruch in sich. Aber was ist Gerechtigkeit überhaupt? In der Beurteilung der vier oben genannten Situationen als ungerecht würde mir wohl jeder zustimmen. Und doch, Schafe und andere Tiere werden in unserer Gesellschaft gesetzeskonform geschlachtet und verzehrt, was natürlich daran liegt, dass der Gesetzgeber Tieren kein grundsätzliches Lebensrecht zugesteht. Und einen Missionar zu schlachten, ist bei Kannibalen zweifellos ebenfalls gesetzeskonform. Eine Impfpflicht, zumindest für bestimmte Berufsgruppen, hatte eine Mehrheit im Bundestag und Umfragen zufolge zeitweise sogar in der Bevölkerung. Und zur finanziellen Umverteilung im Sozialstaat gibt es einen großen Konsens, obwohl sie prinzipiell nichts von einem Straßenraub unterscheidet. Weshalb erscheinen uns offensichtliche Ungerechtigkeiten als gerecht, wenn sie vom Staat erlaubt oder begangen werden? Ein Widerspruch, nicht wahr? Es scheint ein großes Wahrnehmungsproblem bei dem zu geben, was in unserer Gesellschaft geschieht. Aber versuchen wir uns dem Begriff Gerechtigkeit zu nähern. Nach dem Wunsch derjenigen, welche die Gesetze schreiben, sollen wir glauben, gerecht ist, was im Gesetz steht. Wenn dem so wäre, müssten Gesetze, weil gerecht, unantastbar sein, weder geändert noch kritisiert werden. Da jedoch ein großer Teil der politischen Arbeit darin besteht, Gesetze zu ändern und neu zu beschließen oder höchst selten sie abzuschaffen, kann dieses Prinzip offenbar nicht zutreffen. Auch unterscheiden sich Gesetze von Staat zu Staat, ja sogar von Bundesland zu Bundesland. Gerechtigkeit kann aber in Ulm, Baden-Württemberg, keine andere sein als in Neu-Ulm, Bayern. Gesetz und Gerechtigkeit sind also verschiedene Dinge. Gesetze können ungerecht sein, und dazu müssen wir nicht mit dem Finger beispielsweise auf den Iran oder Nordkorea zeigen, sondern können uns an die eigene Nase fassen. Wer bestimmt aber, was gerecht ist? Religiöse Menschen berufen sich auf göttliche Gesetze. Da es aber verschiedene Religionen mit verschiedenen Gesetzen gibt, die natürlich jeweils irgendwann von Menschen erdacht und aufgeschrieben wurden,
kann auch das kein gültiger Maßstab sein. Ist gerecht, was die Mehrheit befindet? Wie wir gesehen haben, kann eine Abstimmung ebenfalls zu Resultaten führen, die unmittelbar als nicht gerecht empfunden werden. Das liegt daran, dass sich viele Menschen bei solchen Entscheidungen gar nicht an einem Gerechtigkeitsbegriff, sondern schlicht am eigenen Vorteil orientieren. Erleichtert wird es ihnen dadurch, dass sie überhaupt darüber abstimmen dürfen. Denn wäre die gerechte Lösung von vornherein klar, so muss es scheinen, dürfte es doch keine Abstimmung darüber geben. Wer nun beispielsweise Sozialleistungen vom Staat bezieht, wird eher für eine Partei stimmen, die eine Ausweitung dieser Leistungen verspricht, als jemand, der das über seine Steuern mitfinanzieren muss. Dabei kann auch ein und derselbe Mensch seine Meinung ändern, sobald sich seine persönliche Situation geändert hat. So kann jemand zunächst für eine Impfpflicht sein, später aber dagegen, wenn er schwere Nebenwirkungen zu spüren bekommt. Auf diesem Wege kommen wir der Gerechtigkeit also auch nicht näher. Natürlich haben sich Menschen von jeher Gedanken darüber gemacht, worin Gerechtigkeit besteht, und sie sind dabei immer wieder auf die sogenannte goldene Regel gekommen, die im Volksmund lautet: Was du nicht willst, dass man dir tu, das füg auch keinem anderen zu. Oder positiv formuliert in der Bibel: Und wie ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, also tut ihnen gleich auch ihr. Etwas komplizierter und bereits mit einem Staatswesen im Blick hat es Immanuel Kant in seinem kategorischen Imperativ ausgedrückt. Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde. Die goldene Regel zeigt, dass Gerechtigkeit zwar nur im subjektiven Empfinden angelegt sein kann, dass sie aber gleichzeitig erfordert, wie es Kant verdeutlicht, dies von der eigenen Situation und Person unabhängig zu machen. Die Wölfe bzw. Kannibalen müssen sich also fragen: Können wir wollen, dass eine Mehrheit über Leben und Tod einer Minderheit entscheidet, wo wir uns doch auch einmal in der Minderheit befinden können? Der Befürworter einer Impfpflicht muss sich fragen: Kann ich wollen, dass eine Impfung verpflichtend ist, wenn es eine Impfung geben kann, die für mich eine Gefahr darstellt und die vielleicht sogar in böser Absicht verabreicht wird? Der Sozialhilfeempfänger muss sich fragen: Kann ich es befürworten, auf Kosten anderer zu leben, wenn ich vielleicht einmal selbst zu Geld komme und dann für andere bezahlen soll? Der Dieb muss sich fragen: Darf ich stehlen, wenn ich ein andermal der Bestohlene sein kann? Diesen Situationen ist eines gemeinsam: Die jeweiligen Personen möchten über ihr Leben, ihre Gesundheit und ihr Eigentum selbst entscheiden. Sie empfinden die innere Gewissheit, dass sie sich selbst und sonst niemandem gehören. In diesem Begriff des Selbsteigentums ist freilich inbegriffen, dass die Selbstbestimmung dort ihre Grenze haben muss, wo das Selbsteigentum eines anderen beeinträchtigt wird. Selbsteigentum unterscheidet sich vom bekannten Eigentumsbegriff nur insofern, als sich dieser auf materielle Besitztümer beschränkt und die Person als solche nicht mit einschließt. Die Maxime "Respektiere das Eigentum anderer Menschen" ist unvollständig, wenn man den Menschen als solchen, sein Leben und seine Gesundheit nicht mitdenkt. Dabei ist immer der Handelnde bzw. Handeln Wollende in der Pflicht. So hat etwa bei einer nächtlichen Ruhestörung nicht derjenige, der schlafen will, Rücksicht zu nehmen, sondern derjenige, der den Lärm verursacht. Das ist eigentlich selbstverständlich, wird aber bei den allsommerlich entstehenden Diskussionen über lautstarkes Feiern in Parks von der Politik regelmäßig ignoriert, indem von einem Interessensausgleich geschwafelt wird. Den kann es hier genauso wenig geben wie bei einem Raubüberfall. Weil das Bewusstsein des Rechts auf Selbstbestimmung offenkundig von jedem Menschen empfunden wird, also natürlicherweise angelegt ist, spricht man vom Naturrecht im Gegensatz zu dem von Menschen gesetzten Recht. Dieses Naturrecht kann als allgemeiner Grundsatz der Gerechtigkeit gelten. Wenn also erstens Gerechtigkeit Selbstbestimmung verbunden mit dem Respekt vor der Selbstbestimmung anderer bedeutet und wenn zweitens, wie es zumindest in unserem westlichen Kulturkreis kaum jemand mehr in Frage stellt, die Menschen mit gleicher Würde und gleichen Rechten geboren werden,
dann ist nicht zu rechtfertigen, dass die einen über die anderen herrschen. Jedes auf Herrschaft gründende Gesellschaftssystem ist zwingend ein Unrechtssystem. Der Vorteil der Gesetze, dass sie im Idealfall für alle gleichermaßen gelten, erweist sich letzten Endes als Nachteil, weil er die Interessen des Individuums nicht berücksichtigt. Oliver Janich vergleicht das in seinem Buch Das Kapitalismuskomplott mit einer Gruppe von Menschen mit unterschiedlichen Reisezielen, die in einen Bus gesteckt werden und dann dorthin fahren müssen, wofür sich die Mehrheit nach einer Abstimmung entscheidet. Stattdessen könnte doch jeder mit einem eigenen Fahrzeug dorthin fahren, wohin er möchte. Der Vollständigkeit halber sei angemerkt, dass eine freiwillige und begrenzte Unterwerfung, die für einen bestimmten, von beiden Seiten anerkannten Zweck notwendig erscheint, etwa beim Militär, in einem Arbeitsbetrieb, im Verhältnis von Lehrer und Schüler oder Dirigent und Orchester, selbstverständlich nicht gegen das naturrechtliche Herrschaftsverbot verstößt. Eine solche Unterwerfung kann auch jederzeit aufgekündigt werden. Ein Staatsbürger hat diese Wahl nicht. Allenfalls könnte er auswandern, um sich dann aber einem anderen Staat bzw. dessen Regierung unterwerfen zu müssen. Demokratie ist das kleinste Übel unter den Herrschaftsformen, aber sie ist offenbar nicht die beste und gerechteste Gesellschaftsform. Der eingangs genannte Konsens, dass die Demokratie die beste Gesellschaftsform sei, impliziert somit stillschweigend, dass es eine Gesellschaft ohne Herrschaft nicht geben könne. Um uns in diesem Glauben zu belassen, werden hierzulande Kritiker der Regierung und des politischen Systems als Verfassungsfeinde beobachtet, verfolgt und, wenn sich ein willfähriger Richter findet, bestraft. Erst vor kurzem hat man die Delegitimierung des Staates als neuen Grund verfassungsrechtlicher Verfolgung erfunden. Es wird behauptet, Regierungskritiker wollten uns die Freiheit nehmen. Doch welche Freiheit, muss man nach dem bisher Gesagten fragen. Und wodurch ist ein Staat legitimiert? Haben Sie einen Vertrag unterschrieben, dass der Staat bzw. die jeweilige Regierung Sie beherrschen darf? Warum sollten Sie sich als heute lebender Mensch von einem von 65 inzwischen verstorbenen Personen geschriebenen und von Besatzern beeinflussten Grundgesetz unterwerfen? Was haben Sie damit zu tun? Man muss kein Reichsbürger sein, um die Legitimation eines auf Herrschaft beruhenden Staates in Frage zu stellen. Es ist schlicht eine Sache der Logik. Übrigens haben die bundesdeutschen Parlamente das Grundgesetz bereits häufig geändert. Waren das alles Delegitimierer, die man hätte einsperren sollen? Wohlgemerkt, das bedeutet nicht, dass alles am Grundgesetz schlecht sei und man nicht vielen seinen Inhalte zustimmen könne. Vielmehr, man vergleiche das am Ende des ersten Teils Gesagte, ist festzustellen, dass das Grundgesetz besser ist als die reale Gestaltung unserer bundesdeutschen Demokratie. In Wahrheit möchte denn auch die große Mehrheit der Regierungskritiker nicht weniger, sondern mehr Freiheit und eine bessere Beachtung des Grundgesetzes. Schließlich kritisieren sie ja die Beschränkungen von Freiheit, beispielsweise durch die Energiewende oder die Corona-Maßnahmen. In satanischer Umkehrung werden aber gerade diese Kritiker als Feinde der Freiheit diffamiert, werden Parteien, die sich für mehr direkte Demokratie aussprechen, als undemokratisch bezeichnet, von eben jenen Politikern, die ihren Beruf vor allem darin zu verstehen scheinen, Freiheiten einzuschränken, und von jenen Journalisten, die ihre Aufgabe darin sehen, freiheitsbeschränkende Forderungen der Politik und die zu diesem Zweck erfundenen Panikszenarien und Lügen propagandistisch zu unterstützen. Demonstranten hingegen, die nach noch mehr Bevormundung rufen, wie Fridays for Future, sind der Regierung willkommen. Der Präsident des Verfassungsschutzes sah nicht einmal in den Straftaten der letzten Generation etwas Bedenkliches.